Hallöchen, Leute, wie heißt euch? Willkommen zurück zu Folge 4 von Season 4? 3? 4 ist das von Don't Starve. Oh Gott! Nein, es ist Season 4, ja. Ja, von Don't Starve Together im. Warum Don't Starve Together Multiplayer? Das macht gar keinen Sinn. Wenn es ein Spiel Together heißt, dann muss es im Multiplayer sein. Das andere wäre dumm. Oh, das wäre ein One-on-One. Das wäre auch im Multiplayer. Nein. Das sind ja multiple Spieler. Du hast eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ja, ich weiß, das hat der Wild gerade gesagt. Ich hab's auch gehört. Bitte was? So, meine lieben Freunde. Das sagt ja was, wie soll ich denn in der Nacht das nicht, wenn man drauf eingeht? Wie soll ich denn in der Nacht die Dinger rasieren? Dafür muss ich das doch als Waffe auswählen, oder? Nee, doch nicht. Okay. Ich gehe mal zu dem Büffeln. Hier ist eine Fußspur. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja gefragt, lass die Fußspur noch so liegen, bitte. Mach nichts mit der Fußspur. Ich würde jetzt eigentlich lieber gerne zu den zum Koala Pfand. Nee, zu den Bienen. Achso. Ich wollte jetzt mal um den Büffeln. Danach sind die Bienen nicht da. Machen sich da ein Lenz. Jetzt find hier mal einen Büffel. Das greife ich wieder aus Versehen einen an. Shit, ich sollte mal wieder ein paar Blumen zulegen. Okay. Wenn die Kuh sind. Oder meine geistige Gesundheit. Ist verdächtig weit gesunken. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber ich glaube, ich bin nicht der größte Fan davon. Ah, ich denke, das kann man so sagen. Wir haben übrigens bald den Vollmond erreicht. Haben die einen tiefen Schlaf, Mock? Gott, ich hasse die Nacht in dem Spiel. Ich kann da nichts machen. Ich meine, ich könnte mit der Fackel losmarschieren, aber wir wissen beide, wie das ausgeht. Und wie schnell das so aussieht. Nackige Büffel. Ja, ich habe. Super, oder? Ich habe 9 Stück von den Büffeldingern jetzt. Sehr schön. Das können wir dann auch irgendwas noch mal machen. Du Vogel, lass die Seeds da liegen! Oh, er hat sie weggepickt. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz zu den. Shit, mein IQ ist zu niedrig. Ich gehe noch mal kurz zu den Bienen. Ah, du gehst die ganze Zeit nur zu den Bienen, Cornel. Du bist besessen von den Bienen. Ja, aber es lohnt sich. Das will ich hoffen. Ja. Ich auch. Aber ich mache es auch ganz gut. Ich mache jetzt halt alles da zum Einpflanzen. Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass der Vogel mir nicht die Seeds wegfrisst. Dankeschön. Das hat einen guten Nebeneffekt, dass sie damit dann genug Cut Grass und. Alter! Sie hat genug von diesem Graszeug und genug von den Sticks hab, damit ich wieder eine Menge Fallen machen kann. Und damit kommen wir noch mehr Hasen. Das bedeutet noch mehr Nahrung. Ja, genau. Du machst es sehr gut, Mock. Bin so stolz auf dich. Ich weiß. Ich würde dir auch gern sagen, aber. Ich weiß aber jetzt schon, dass du dich selber umbringen wirst mit den Bienen. Nein. Ach, Quatsch. Hallo, durch mein unfassbar gutes Game habe ich jetzt wieder 120 Herzen. Ich habe 150. Und du hast auch noch. Ja, und du hast sogar noch was zum Heilen. Ja, und bei mir sind eine Menge Spinnen gestorben. Ja, gut, da hast du aber deine. Na, da hast du die anderen sterben lassen für dich. Ja. Das wissen wir alle. Alle würden sterben für mich. Wieso greift die mich an? Hä? Klopf. Vielleicht, weil du versuchst, sie zu fangen. Ach, mein Ding ist kaputt. Nee, aber die sind gar nicht rot geworden. Hä, die haben auch nicht so viel Damage gemacht. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Karotten, die. Ja, wobei. Nee, glaube ich doch nicht. Okay. Erzähl mir mehr. Oh. Ja, sauber. Sauber. Ich habe einen getötet. Fühlt sich richtig wie ein Mann, wenn du jemanden getötet hast, oder? Ja, Mann, ey. Was so richtig da? Männlicher. Okay. Bock. Okay. Wow, noch einen Hasen getötet. Ich hab sie gerissen, Alter. Wie so ein richtiger Wolf. Wenn du ein Wolf bist, dann halt dich von den Büffeln fern. Die reißen nämlich dir was auf. Ich bin aber kein richtiger Wolf. So ein richtiger Verräter. Nee.
Könntest du übrigens auch wirklich mal eine Schaufel machen und unterwegs dann vielleicht Berry Bushes mitnehmen, wenn du welche siehst. Ja, das ist... Alter! Alter, der Hase! Was macht er mit mir? Nein, 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 nein! Greif doch an! Ja, also das sind... Ich hab eine Berry auf den Boden gelegt. So, du Truthahn. Hol sie dir. Ach so, mit dem Berry lockt man die an. Natürlich. Jetzt. Ah, ich war zu langsam. Will aber nicht noch mehr Berries opfern. Die hat den die Berry weggefressen und ist dann abgehauen. Ja. Das ist ein richtiges Opfer, der Mock. Fick dich, wie viel Truthähne hast du denn jetzt in diesem Spiel hier schon gejagt? Hm? Ich habe gerade 6 Hasenfleisch. Oh, cool. Ich auch, in der Kiste. Dann habe ich gleich 12. Fick dich, ich verhungere fast. Ich auch, tatsächlich. Das ist okay, weil ich eine Menge zum Essen da habe. Ja, ich muss meinen Teil noch kochen. Ne? Ich auch. Muss ich, wenn ich das Hasenfleisch koche, kriege ich da nicht der Meatballs raus? Wir brauchen einen Kochtopf. Ja, wieso haben wir den noch nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt. Du hast den immer gemacht. Hä, hier sind so Pflanzen mit Augen. Was ist das, Mock? Das sind Pflanzen mit Augen, die Tentakel. Hier ist was auf dem Weg gewachsen. Komm mal. Ich weiß nicht, wo du bist. Hä? Hier im. Da bei den Maschinen. Oh, okay, bin unterwegs. Oh Mann, Grunde, mir gefällt die Situation mit den Fallen hier gerade nicht. Da geht nämlich nichts mehr rein. Vielleicht müssen wir erst warten, bis neue kommen. Vielleicht kommen dann nie wieder neue. Und bei dem Maschinenteil hast du gesagt, da ist irgendwas auf dem Weg gewachsen. Ja, bist du beim Maschinenteil? Ja. Bei der Statue, nee. Ja, hier bin ich. Bin rechts davon. Ja, wo bist du? Hier, komm mal mit. Da. Greif mal sowas an. Ey, das hat gerade irgendwas gefressen. Greif mal an. Du hast 150 Leben. Und? Machen 20 Schaden und ich habe nur eine Axt. Was in der Mitte hat irgendein Item. Alter. Die schaffen nicht, mich anzugreifen. Ja, Mann, weil du einen Speer hast. Kann ich auch einen Speer machen? Nein, kann ich nicht. Ja! Yeah! Was ist das? Wow! Leafy Meat und Fleshy Bulb. Ich sterbe! Mein Gott, scheiße. Etwas. Ich halte mich mal fern von dir. Nee, ist okay, ist okay. Du hast komische Dinge getan. Ich habe noch 110, ich habe nur 3 HP verloren. Krass, also die haben mir gar keinen Damage gemacht. Cool, wir haben jetzt irgendwas gemacht. Hey, du Spinne. Schön hältst du dich, das ist unser Weg. Und du auch. Los, töte sie, Cornel. Die hat mich kein einziges Mal angegriffen. Da, noch eine. Und noch eine. Ich kenne das, so ein Spinnennetz. Wie du es wolltest. Hä, die haben keine Chance gegen mich. Irgendwie greift dich gerade niemand an, du bist gerade in deinem Unverwundbarkeitsmodus. Ja, irgendwie komisch. Das ist ziemlich angenehm. Mach mal schnell, du musst schnell zurück, ne? Es ist jetzt gleich dunkel. Also hau das Ding an. Das Lagerfeuer. Boah, warum geht da nichts mehr in die Fallen rein? Ich habe alles getötet. Sieht sich am Lagerfeuer. Ich gehe gleich mal ein paar Büffel töten, okay? Ich habe nämlich 5 Monster Meat und das ist fast schlecht. Überschätzt ja nicht mit den Büffeln. Vor allem bekommen wir auch keinen Büffelkacke, wenn du zu viele killst. Ja, aber ein bisschen ist auch okay, oder? Vor allem sollst du halt 1-2 Büffel, die außerhalb der Herde sind, angreifen. Ja, klaro. Ich hab fast nichts zu essen. Guck mal, ich tu das mal hier in die erste Truhe. Unten die. Ja, die beiden unten. Guck die mal an. Fleshy Bulb. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich google mal. Starf. Hast du eigentlich genug, um eine Improved Farm zu bauen? Das weiß ich nicht. Ja, finde ich ganz gut, wenn wir da noch mehr bauen. Weil mir die Nahrung aktuell echt ein bisschen zu knapp ist. Was ist das? Ach du Kacke! Cornel, beweg dich! Ah! Entschuldigung, was passiert?
Was war das? Oh mein Gott! Jetzt hab ich mich erschrocken! Ich war gerade nicht im Spiel, dann guck ich, da waren da so schwarze Dinger an mir dran. Alter! Die haben aber keinen Schaden gemacht. Ja, weil du gerade noch entkommen konntest. Hä? Was war das? Aber mein Gehirn ist auf 88. Das ist alles top. Ja, meins auch auf 100. Also ist nicht unbedingt top, aber sollte reichen. Wieso ist das passiert? Nichtsdestotrotz kannst du eine Improved Farm bauen. Bei der Karotte. Was brauchen wir denn dafür? Du brauchst 6x Dung, 10x Cut Grass. Mir fehlen die Steine. Okay, kein Problem. Da, oh Mann, warum ich sie gebraucht habe, statt dir in die Hand zu drücken. Genug? Ja. Ich hab noch mehr Steine. Use an Alchemy Engine to. Ah, okay, ich stand zu weit weg. Wo soll ich die hin tun? Ja, einfach hier beim Lager irgendwo. Oh, Cornel! Fette Hasenausbeute! Okay. Hä? Vier Stück. Haben wir jetzt 4 Improved Farm? Oder wie? Ja. Ach so. Ich meine, da kommt gutes Zeug raus. Und, wie hieß denn der Kochtopf? Da hätte ich sehr viel Bock drauf, dass wir uns da wieder hinzulegen. Ich meine, Meatballs sind echt eine starke Sache. Dafür brauchen wir 3 von den Cutstone, 6 von den Zweigen und wir brauchen dann Kohle. Okay, dann vielleicht sollten wir uns darum als nächstes kümmern. Ja, aber vorher werde ich mal hier Boah, wir haben doch schon gute Hasen. Ja, ich habe jetzt noch mal einiges mehr. So, die brauche ich. Linda. Okay, die eine Truhe ist voll mit Hasen. Okay. Hü, B-Box. So, ja, genau. Ich brauche, hast du Holz? Ja, du kannst auch schnell selber was fällen. Die haben hier voll viele. Ich hab nur 4. Fäll dir selber was, schau, wie viele Bäume hier sind, direkt neben dir. Ja, ist doch okay. Muss ja nicht gleich anfangen zu weinen. Ich brauche 2 Holzplanken, das bedeutet. Gut, Cornel, ich brauche 8 Holz. Ich würde aber mal sagen. Ich brauche aber keine Axt, Mann. Das ist doch eine Pickaxe. Und dann gehe ich mal ein paar Ich kann auch keine Axt bauen. Hast du eine Axt? Ja, habe ich. Ich habe auch eine übrig. Hier, 97 Haltbarkeit. Dankeschön. Warum, hä? Weil ich mir ehrlich gesagt noch die Berries gerne nehmen würde und dann esse ich die. So, Cornel, ich würde sagen, für den Winter machen wir uns 2 Chests voll mit Hasen. Und die anderen, die in den Fallen sowas drin lassen, landen, die essen wir dann selber. Ja. Und vor allem, genau, wie gesagt, ich mache mich auf die Suche nach Steinen. Warum? Wenn wir einen Kochtopf wollen. Ach so. Ja, genau. Hast du nicht noch Steine? 6 Stück. Und mir wäre wohl dabei, wenn ich wüsste, dass wir noch mehr auf Vorrat haben. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist schon gut. Wenn du was hast, um ein paar Hasenfallen zu bauen, dann tu dir keinen Zwang an. Darfst du dann gerne machen. Bringt eigentlich dieses Nitre irgendwas? Das weiß ich nicht. Ach, das weiß niemand so genau. Wir haben jetzt Honig. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... Du weißt nicht, wie das mit den Bienchen funktioniert. Shit, aber wo komme ich am besten Blumen her? Das weiß ich nicht. Gut, Steine kann ich dir, denke ich, einfach mal welche in die Hand drücken. Wieso? Weil ich welche geholt habe. Ja, die brauche ich doch nicht mehr. Ach so, soll ich das machen? Du brauchst sie nicht mehr. Ja doch. Ich dachte, du machst den Kochtopf.
Aber gib mir einfach. Ah, es ist schon wieder dunkel. Ja, sehe ich. Gebiet da drüber, ich blumend. Ich kann sie eh nicht sehen. So. Ach, dann schaue ich mal euch vielleicht. Cut Grass fehlt natürlich, wie immer. Dann kümmere ich mich mal noch um ein paar Hasen vor allem. Ach, du hast hier oben auch das Holzding angepflanzt. Hast du so Sticks? Ja, ich hab genug Sticks. Ja, dann gib mir mal welche. Ich hab 12. Dann brauche ich halt noch Kohle, dann muss ich mal irgendwo was anzünden. Wie viele brauchst du von den Sticks? Ich glaube 6. Warte. Ja, 6. Ich verhunger. Scheiße, ich verhunger. Okay, ich verhunger. Das könnte man durchaus als schlecht bezeichnen. Mein Gott, Alter. Mann, oder da ist sowas. Kann ich das einfach essen? Oder kochen und essen dann? Da wird, Korn? Popcorn draus. Keine Ahnung, wie viel das dann besser oder schlechter ist. Hm. Oh, fuck. Was denn? Hast du einen Blitzableiter? Nein. Mord. Ich weiß nicht mehr, wo man den macht. Wie? Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Thunderableiter. Ja, bestimmt. Das ist der Thunderableiter. Wie sollte er uns sonst heißen? Mock. Gornet. Hier wird der gemacht. Da, Lightning Rod. Ich brauch 3 Gold. Gib mir 3 Gold. Hier, nimm alles von mir. Alle meine Wertsachen. Oh, shit. Das war knapp. Oh, Gornel! Siehst du das hier? Da, nimm den Pumpkin. Ich verhungere. Die Hand kommt wieder. Hier, mach das Teil einfach da im Feuer und dann wird alles gut. Das bringt, ich hab jetzt einfach gegessen, viel, ne? Was? Nein, warum hast du nicht im Feuer? Ey, der hat mir trotzdem voll viel gegeben. Gut. Wie viel hat er dir denn gegeben nach dem Kochen? Keine Ahnung. Mein Gott, da war ein Blitz. Warte. Bau den doch. Bau ihn doch. Er will nirgendwo den Blitzableiter hinbauen. Wieso? Wieso? Wo soll ich den denn hinbauen? Ich weiß es nicht. Der baut den nicht. Hier ist so, hä, der ist doch so klein. Ich glaube daran, dass es so dunkel ist. So, jetzt kannst du schon ohne bauen. Ja. Ja, ist doch gut, wenn er ein bisschen weiter weg ist. Soll er nicht direkt in uns reinschlagen. Ja, man kannst du eigentlich die eine Chest auch noch leer machen, damit wir da wirklich 2 komplett voll mit Hasen haben. Ja, wo soll ich das denn hin tun? Keine Ahnung, was ist da drin? Wir müssen noch 2-3 random Sachen drin. Nee. Ich hoffe, die eine Chest durch auch. Oh Gott. Ich sollte nicht so weit rausgehen. Da ist gerade ein Blitz direkt neben mir eingeschlafen. Alter. Dann kümmere ich mich mal darum. Ja, ich habe das einfach jetzt alles bei Chester reingetan. Ja. Ja, Spinnnetze. So, okay, da ist eine Chest mit 9 Hasen und da ist eine mit 4 Hasen. Okay, noch 5 Hasen. Dann geht es nur noch um unser Überleben der Welt von Don't Starve. Ich bin so aufgeregt, Mock. Ich bräuchte was zu essen. Ich muss jetzt das Monster mich verfüttern gehen. Voll viele Berries. Echt? Mhm. Okay. Hast du jetzt schon den Kochtopf da gemacht? Nein, hab ich vergessen. Die Sachen liegen alle in den... Ne, liegen sie nicht. Ja, kann ich den Wald hier anbrennen? Nee, oder? Mach bitte nicht bei uns in der Gegend. Da bei den Schweinen. Nein. Das sind Spinnen und Schweine, das sind strategisch wichtige Punkte. Ja, ich will nur die Bäume anpflanzen. Kannst du nicht einfach da alles abfackeln? Was ist denn los mit dir? Oh, hier schon wieder so ein Ding. Mach's kaputt, was auch immer das bringt.
fuck, und ich war noch auf der Suche nach Blumen. Ah. Oh, fuck. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Okay, mein Magen ist wieder voll. Das ist gut. Ich hab einen Vogel. In dem Ding war ein Vogel. Komm mal her, komm her. What you got? Warum läufst du von mir weg? Warum läuft der weg? Na gut, Kornel. Ich mach mal auf die Suche nach Blümchen. Oh! Oh! Die kämpfen gerade gegen. Wer kämpft gegen. Oh, Spider-Clan. Kämpfen die Schweine wieder gegen Spinnen und umgekehrt. Ja. Hm. Der hat 5 Monster-Meat gefressen! Ist das jetzt mein Freund? Fressen sich alle die ganze Zeit gegenseitig. So schwer, dass man da ein bisschen. Vor allem das Meat von den Schweinen. Mein Gott! Nein, hat. Es ist Vollmond! Mich verfolgt so ein Ding! Dann lauf zu den Büffeln. Ein Werwolfschwein? Ein Werschwein. Die Büffel töten den? Sollten sie. Ist ja trotzdem nur noch ein, ist ja trotzdem nur ein Schwein. Denke ich. Keine Ahnung. Ich bin da tatsächlich nicht so drin. Vielleicht schaffe ich es auch selbst, gegen den zu kämpfen. Aber ich werde uns mal eine Chest machen, der wir dann in die wir nach und reinhauen. Das scheint mir gerade relativ wichtig zu sein. Und dann muss ich ganz dringend nach Blumen suchen. Hast du irgendwo Blumen gesehen in der Gegend? Ja, oben bei den Bienen sind bestimmt ganz viele Blumen. Stimmt. Okay, dann gehe ich dann nach Norden. Da kannst du kurz bei mir vorbeikommen. Die haben roten Arsch, die Büffel. Die Büffel greifen mich auch an. Ja, ich komme jetzt bestimmt bei dir vorbei. Die greifen sich nicht gegenseitig an. Doch, jetzt. Oh mein Gott, jetzt gehen alle Büffel auf das Meerschwein. Alter. Na, ich weiß, wie das aussieht. Wir sind alle Büffel auf solche, auf diese Hundeviecher draufgegangen. Mock, ich bin am Weg. Komm mal bei mir vorbei. Oh, da liegt. Warum soll ich bei dir vorbeikommen? Was willst du denn? Damit du. Ach nee, ich hab. Das ist schon gut. Dann reißt du mich da komplett aus dem, was ich gerade mache, raus, damit ich. Nein, ich wollte dir. Kann, ich wollte dir die. Machst. Nein, ich wollte dir was mitgeben, aber das ist schon kaputt. Dankeschön. Das, oh, das ist was schlecht. Komm schnell vorbei und hol's dir. Ja, nee, es wäre cool, wenn du dann direkt Bienen mit einsammeln würdest, aber da müsstest du jetzt noch so ein Ding machen. Oh, da wurden Hasen gefangen. Mhm. Überall werden hier Hasen gefangen. Das ist eine richtige Nahrungsmaschine, die ich hier gemacht habe. So. Bist jetzt bei. Du machst dir eine Fackel, ne? Und das ist eine Chest, in die ich dann Nahrung reinpacke. Hier ist die Chest unten rechts, ist die. Ist die Chest ist leer, die oben. Welche? Ich hab die doch leer gemacht. Ja, da sollen ja die Hasen rein. Die sind yeah, halt deswegen, Winter, ja. Aber jetzt, ich meine das Zeug, das wir insgesamt haben, das Ganze, was zum Beispiel geerntet wird und sowas. Das kommt jetzt in die Chest unten rechts rein, okay? Ach so. Hier, ich hab auch noch Hasen. Zack. Zack. Und ich habe noch 4 Spider-Gland und. Ja, läuft doch alles ganz okay. Aber wenn du da. Warte mal, ich gebe dir mal meinen Monster-Meat, falls du zum Schwein wieder gehst. Wie sieht es eigentlich bei den Bienen aus? Den Schwein war irgendwie nicht so erfolgreich. Was ist mit dem Kochtopf? Ach so. Ja, ich brauche noch Steine. Ich habe dir alle meine Steine gegeben. Ja, ich glaube, die reichen aber nicht. Wie, die reichen nicht? Wie? Nein, ich marschiere jetzt. Mir. Ah, nee, doch reicht. Ja, ich wollte gerade sagen, es waren nämlich gar nicht mal so wenig Steine. Ja, einen habe ich übrig, einen Stein. Oh. Guck. Ach so, die Kohle brauche ich noch. Ja, wo, ich muss halt. Vogel, verpiss dich da! Was macht ihr da? Jetzt chillt nur.
Moment. Ich tue da auch mal einen Vogel in die Kiste, ne? Zu den Hasen. Weil ein Vogel manchmal auch nur eine Feder gibt. Ach echt? Viel Spaß mit den Berries. Und was ist dieser Schatten da? Wer ist das? Siehst du ihn? Das ist Heinrich. Manfred? Nee, Heinrich. Das ist Heinrich. Ja, das ist von Manfred ein ferner Bekannter. Ah, ein Vetter. Ein Vetter, ja. Genau. Ein fetter Bekannter. Mock, wir haben schon 17.30 Uhr. Ja. Wir spielen, Leute, wir spielen jetzt 2,5 Stunden. Nein. Wie viele Parts haben wir? Meine Aufnahme sagt 1 Stunde 52 Minuten und das ist jetzt Part 4. Okay. Boah. Nee. Warte mal. Doch. Ich hab keine Ahnung. Doch, ist Part 4. Wir haben, wie gesagt, wir haben echt lange Parts gemacht. Weil wir nicht wirklich drauf geachtet haben. Gut, ich würde sagen, ich sowieso nicht. Wir sind für diesen Part erstmal fertig. Wir haben uns ein gutes Lager zurecht gemacht, würde ich sagen. Ich bin optimistisch, Mann. Ich auch. Weil, guck mal, wir haben ja auch. Hast du die Bienen schon gesehen? Ja, ich habe die Bienen gesehen. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir in Folge 5 voraussichtlich von Staffel 4 von Don't Starve Together im Multiplayer. Yeah. Und dann immer den Finger reinstecken. Zuerst. Gute Nacht. Gute Nacht.